Wir sind auf dem wunderschönen Spielplatz Meerwiese Süd in Körde und wir haben heute um 16 Uhr die erste Vorlesung Kamishibai Theater auf Rädern in Münster begonnen. Murat Topbaş, der Vorleser, hat auf Türkisch vorgelesen und wir haben das Glück, dass unseren Kooperationspartner Mark Hansen von der Firma Zweirad Hansen GmbH anwesend ist und möchte gerne auch euch begrüßen und erzählen, warum er unser Projekt unterstützt hatte. Ja, hallo, wir freuen uns sehr, dass wir hier sein dürfen bei diesem wirklich wunderschönen Projekt Kamishibai Theater auf Rädern in Münster. Ich muss dazu auch natürlich erwähnen, dass bei der Wahl von einem Kooperationspartner wir die Aufgabe sehr leicht hatten, weil die Firma Zweirad Hansen, ein traditionelles Familienunternehmen in Münster, einen sehr hohen Anteil an Mitarbeitern beschäftigt, die Migrationsvorgeschichte haben. In Münster sind jede vierte Mitbürger mit Migrationsvorgeschichte. In der Firma Zweirad Hansen sind sogar jede dritte Mitarbeiter mit Migrationsvorgeschichte, unter anderem auch Menschen mit Fluchterfahrung, Menschen, die unterstützt werden bei ihren Eingliederungen, Menschen, die unterstützt werden bei ihren Ausbildung und Umschulung. Ja, genauso ist das. Bei uns hat jeder dritte Kollege oder jede dritte Kollegin eine Migrationsvorgeschichte. Wer uns sehr bei der Suche nach guten Bewerberinnen und Bewerbern, egal ob mit Migrations- oder ohne Migrationsvorgeschichte, unterstützt, ist beispielsweise die Handwerkskammer Münster, die da ganz hervorragende Projekte hat und die da auch eine ganz tolle Betreuungsarbeit leistet. Ich sage eigentlich immer, dass verschiedene Sachen sehr wichtig sind, aber das ist ja eine Veranstaltung des Integrationsrats und ich glaube immer, dass wenn wir über Integration sprechen, in einer Gesellschaft ankommen, in eine Gesellschaft reinwachsen, Teil einer Gesellschaft werden, dann sind zwei Sachen sehr wichtig, unter anderem zwei Sachen sehr wichtig. Das eine ist Sprache und das andere ist aber auch Mobilität. Und deshalb gehören die Themen Sprache und Mobilität sicherlich auch ein Stück weit zusammen. Und idealerweise fangen wir natürlich schon im Kinderalter damit an, wenn Integrationsarbeit nachhaltig sein soll, Themen wie Mobilität und Sprache miteinander zu verbinden.